Wasserkaskaden. Wunderwerk der Natur. Südöstlich von Görresried verbindet der Hängesteg das West- und Ostufer der Wertach. Er ist für viele Kilometer die einzige Möglichkeit, die Wertach trockenen Fußes zu überqueren. Hier zeigt sich ein besonderes Naturphänomen. Das Wasser hat im Laufe der Zeit Kaskaden aus Kalktuff gebildet. Solche Formationen entstehen, wenn aus kalkhaltigem Wasser Kalk ausfällt. Je mehr Kohlendioxid im Wasser enthalten ist, desto mehr Kalk kann sich lösen und umgekehrt. Verringert sich der CO2-Gehalt im Wasser, scheidet sich Kalk ab. Ähnliches passiert zum Beispiel in Wasserkochern. Wenn beim Erhitzen kalkhaltigen Wassers CO2 entweicht, bilden sich Kalkablagerungen. In der Natur geschieht dies dadurch, dass kalkhaltiges Wasser kurz nach der Quelle über Wasserpflanzen strömt. Diese benötigen das CO2 zur Photosynthese und entziehen es dem Wasser. Der Kalk fällt aus. An der Bildung der Kalkformationen sind Algen und Moose beteiligt. Die mikroskopisch kleinen Herzalgen beispielsweise bilden eine ringförmige Kalkschicht, die sich verästelt und im Jahr mehrere Millimeter wachsen kann. Dieser gelbliche Quellkalk bildet dann halbkugelige Polster, es überzieht Steine, Blätter und selbst lebende Pflanzen. Dies alles geschieht sehr langsam in sehr großen Zeiträumen und unter relativ gleichbleibenden Bedingungen. Solche Kalktuffkaskaden sind sehr selten. Sie sind in der Wertachschlucht und im Fauna-Flora-Habitatgebiet Wertach-Durchbruch, einem Schutzgebiet von europäischer Bedeutung, zu finden. Deshalb schätzen Sie dieses Wunderwerk der Natur und gehen Sie pfleglich damit um, damit sich auch künftige Generationen daran erfreuen können.